Moin zusammen. So, Sonntagmorgen. Ich habe einen Kaffee. Noch mein erster dieses Videos. Und natürlich die Perirodan-Erstauflage. Dieses Mal haben wir die Nummer 3120, Susan Schwarz, die Gilde der Kidnapper. Die Meute sucht Komplizen, Terrane erhalten wichtige Informationen. Ja, Untertitel fasst das wieder perfekt zusammen. Man muss eigentlich nichts mehr erzählen. Ja, die Gilde der Kidnapper. Also man sieht das Cover, ist der etwas retro, sagen wir es mal so. Passt aber auch so ein bisschen zum Roman, also vom Stil, vom Aufbau her. Wir sehen so die wichtigsten Beteiligten der Gilde der Kidnapper. Hier vorne den Paddler, ein Guide und ein Mark im Hintergrund. Also wilde Mischung. Würde man so auf den ersten Moment auch nicht vermuten, dass die irgendwie zusammengehören, aber das passt sehr gut. Also normalerweise bin ich nicht so ein Fan von diesen Retro-Covers, aber ich denke, es ist stimmig in diesem Fall. Also es passt eigentlich gut zusammen. Ja, also ist ein bisschen Retro, aber ich mag es. Also mir hat es gut gefallen. Ich müsste jetzt etwas mehr vor enthusiastisch. Also man merkt, ich bin etwas angeschlagen. Ich war gestern noch auf dem Darmstädter Stammtisch, das war etwas später. Bin heute relativ früh aufgestanden und ja, toller Roman, hat mir sehr gut gefallen. Ich erzähle natürlich noch ein bisschen mehr über den Inhalt. Tja, worum geht's? Also im Prinzip halt, wir haben die Situation, Perry ist halt immer noch auf dem Planeten Gurat und ist quasi auf der Spur halt der Leuchtkraft, die halt mit dem K.O.-Tender Fenric kollidiert ist und er hat quasi den krummen Geiländer gefunden und ist jetzt quasi einen Schritt weiter. Er trifft jetzt halt, sucht halt den Piloten des Beibootes der Leuchtkraft, Benjamin Lichtschlag. Toller Name, gefällt mir sehr gut. Also ich mag diese kosmokratischen Zwerg-Androiden-Namen oder Androiden-Namen. Und die sind jetzt quasi auf der Suche nach der Strator E. Wäre natürlich langweilig, wenn Perry das nur alleine suchen würde. Also die Mächte des Chaos sind natürlich Perry auf den Fersen, beziehungsweise natürlich auf der Ferse der Leute, die quasi den Cowporter haben stranden lassen. Das finde ich natürlich etwas unentspannt. Ja, also Situation ist im Prinzip, wir haben die große Raumschlacht überlebt. Wir haben einmal kurzfristig gewonnen, das heißt im Prinzip, die Meute ist quasi nur noch alleine zu dritt, der Rest hat sich verdünnisiert und sucht jetzt ein bisschen Unterstützung. Also man sucht jetzt quasi halt Kontakt zur lokalen Unterwelt, oder Unterwelt ist vielleicht das falsche Wort, komme ich nachher nach dem Cut nochmal ein bisschen genauer darauf hinzu. Und trifft sich dort mit der Gilde der Kidnapper und beauftragt quasi die halt, die Leute zu finden und zu jagen und oder zumindest sie zu finden und ausfindig zu machen. Hat natürlich den Vorteil, die lokalen Leute vor Ort kennen sich natürlich vor Ort perfekt aus, wissen, wie sie suchen müssen, wissen, was sie machen müssen, wissen, wie sie mit den Leuten reden müssen. Das geht alles etwas smoother, etwas glatter, etwas reibungsfreier von sich und dadurch natürlich wahrscheinlich deutlich effizienter. Ja, also die Meute holt sich quasi lokale Unterstützung der Einheimischen und verschiebt natürlich so ein bisschen den Fokus der Figuren natürlich jetzt mehr auf diese Gilde der Kidnapper und halt auf Perry Rhodan. Ja, genau. Wir sind auf der Suche. Wir, wie gesagt, halt haben halt die Gilde der Kidnapper jetzt angeheuert. Perry hat natürlich jetzt quasi auch noch mal zusätzlich zur Meute ist auch noch mit Einheimischen zu tun. Ist natürlich schon ein Stück weitergekommen und ja, was kann man da jetzt noch erzählen? Also im Prinzip, Perry hat natürlich jetzt Kontakt quasi halt noch zum, nimmt Kontakt zum Piloten auf, der Strator E, die er halt sucht und versucht hat dadurch an die Leuchtkraft und über die Leuchtkraft dann wahrscheinlich an Fenric heranzukommen. Ja. Roman hat mir, wie gesagt, sehr gut gefallen, war ein bisschen retro, finde ich aber sehr gut, weil das ist so genau die SF, die ich am Anfang quasi meiner Lesekarriere für mich entdeckt habe. Das ist so die
Erinnert so ein bisschen stark an die Geschichten der späten 50er, frühen 60er, so von der Idee her. Es ist so diese, nennen wir es einfach mal Tüftler-Science-Fiction, stehe ich total drauf. Die hat mich auch quasi dazu inspiriert, halt ins Ingenieurwesen zu gehen oder halt in die Technik zu gehen. Ja, also wirklich genau mein Ding. Also vom Aufbau her, ich fand super, ich fand die Figuren super, ich fand die Handlung super, die Umgebung war toll geschildert. Dieses Tüftler-Element da mit drin, sehr schön. Es gibt ein paar schöne Wendungen. Ja, toller Roman. Also kann man nur loben. Ich bin natürlich ein bisschen befangen, erzähle ich nach dem Cut nochmal mehr dazu. Ja, in puncto Zyklusfortschritt, wir gehen so in gemütlichen Babyschritten unserem Ziel näher, finde ich recht gut, schön gemacht vom Aufbau her. Wir entdecken immer ein bisschen was, wir kriegen was dabei, wir entdecken was von der Umgebung. Apropos Umgebung, ich habe so das Gefühl, das war jetzt der Roman, also die Stadt, wie hieß sie nochmal, ich habe es mir aufgeschrieben, wenn man seine eigene Schrift nicht mehr lesen kann. Akutpar, ja, ist eigentlich eine faszinierende Stadt, kam aber irgendwie zu kurz in den anderen Romanen, fand ich. Also ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, ich kenne mich jetzt in dieser Stadt aus. Ja, hier in dem Roman fand ich, war es mit am besten umgesetzt. Kommen wir aber noch mehr zu. Also beziehungsweise Robert Coles Roman war schon so ein bisschen von der Gesellschaft, von der Stimmung, von dem Way of Life, von dem Feeling der Stadt sichtbar. Ja, aber fand ich in diesem Mal hat natürlich dadurch, dass man quasi auch noch mal mit den Einheimischen unterwegs ist, noch mal ein bisschen Bezug. Geht so ein bisschen Richtung 3118, 3120 sind so relativ nah beieinander. Haben mir beide sehr gut gefallen. Nicht ganz so actionlastig, aber sehr viel Umfeld, schöne Geschichte. Und ich würde sagen, ja, war sehr, sehr schön. So, an der Stelle, man kann nicht viel mehr erzählen, ohne zu spoilern. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt einfach mal einen Cut. Also, wer das Ding noch nicht gelesen hat, drückt auf Pause oder beendet das Video und guckt den, liest erst den Roman. Er lohnt sich, er ist wirklich ein toller Roman. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mit einer der besten, würde ich sagen. Also der Zyklus gefällt mir richtig gut. Also tolle Romane, schöner Aufbau der Handlung. Ja, so macht Perry Spaß. So sollte es sein. Also super gemacht. Beide Daumen hoch. Ich habe ein Heft. Also wirklich beide Daumen hoch. Ja, Cut haben wir gemacht, hoffentlich. Machen wir es nochmal. Ja, die Gilde der Kidnapper. Was erzählen wir denn da? Das ist immer so ein bisschen das Problem. Ich bin natürlich jetzt auch selber, man sieht es natürlich auch am Rand, andere Seite. Nee, so. Genau. Den dritten Roman, den hier, den hat zum Beispiel auch die Uschi Zietzsch, also die Susan Schwarz, dann auch lektoriert. Deswegen bin ich so ein bisschen befangen. Also es ist natürlich immer doof, man arbeitet zusammen. Ist natürlich auch immer wichtig, dass man sich da ehrlich sagt, was man von dem Roman hält, weil man muss es natürlich überarbeiten und nochmal verbessern. Von daher ist das immer schwierig, da immer wild drauf zu hauen, wenn man jetzt quasi als Kritiker dann die Sachen liest von jemand anderem und dann einfach hat man natürlich so ein bisschen Beißhemmung. Ich bin sehr froh, diesen Roman kann man nur loben. Das ist sehr schön. Das ist so ein bisschen so. Ich habe mal so ein bisschen Angst, Gottes Willen. Was erzählst du jetzt, wenn sie jetzt einen schrecklichen Roman geschrieben hat? In dem Fall, ich bin sehr froh. Es ist ein wirklich sehr guter Roman. Er hat mir sehr gut gefallen. Ist genau mein Beuteschema, was ich schon angedeutet hatte. Also, so meine Science-Fiction-Laufbahn ist mit. Mark Brandis angefangen, also wirklich aus der Kinderabteilung der Stadtbibliothek halt, da stand halt ein Mark Brandis-Roman drum. War sehr clever geschrieben, war nicht so dieses typische Bum-Bang-Paff, das ging einfach quasi um Rettungskreuzer, der halt Piloten aus Raumnot retten muss. Hatte auch so ein bisschen Gesellschaftskritik mit drin, war vielleicht so für einen Achtjährigen ein bisschen früher, aber hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und danach, ja gut, die Science-Fiction-Ecke war dann relativ schnell ausgelesen. Ich musste dann quasi ein Stockwerk höher in die Erwachsenenabteilung der ausgewachsenen Science-Fiction relativ schnell. Also ich bin dann, wie gesagt, mit kaum halbwegs des Lesens mächtig natürlich dann ein Stockwerk höher und dann geguckt, was so lesbar ist. Ich bin da relativ schnell bei Kurzgeschichten gelandet. Was ich sehr gerne gelesen habe, waren
die Kurzgeschichten der späten 50er, frühen 60er Jahre aus den Vereinigten Staaten, also die amerikanische SF, ist natürlich das Mutterland oder das der Science Fiction. Und dadurch natürlich halt so Golden Age, wirklich das goldene Zeitalter der Science Fiction. Was natürlich immer viel drin ist, ist in diesem Roman war, es ist sehr viel Bastelei mit dabei. Also im Prinzip, man kauft nicht irgendwas von der Stange, sondern wenn man was haben möchte, muss man zum Beispiel was reparieren oder was zusammenbauen, was entwickeln, was erforschen. Also wirklich viel tüfteln. Und das hat mir immer unglaublich Spaß gemacht, diese Tüftelromane. Also man sieht halt, man hat einen Tüftler, der bastelt was, der macht was. Ist so genau das, was so als Junge, was man wirklich lesen möchte. Also was wo man wirklich auch technisch interessiert ist. Ich habe da die, zum Beispiel die ganzen, was ich, PMs waren da, glaube ich, da. Also wirklich so neueste Technologie, neues aus Wissenschaft und Forschung und Ingenieurswesen. Tolle bunte Magazine, tolle Sachen zum drum rumstöbern, neue Techniken. Allerdings auch anspruchsvolle Science Fiction. Isaac Asimov, Stanislaw Lem, der war vielleicht noch ein bisschen früh für mich. Yehuda Stokowski mochte ich auch sehr gerne. Also ich habe da wirklich halt viel amerikanische, viel sowjetische oder Ostblock war es damals noch SF gelesen. Wie gesagt, Stanislaw Lem ist natürlich ein Name. Yehuda Stokowski sind so ein bisschen leichter, fluffiger. Etwas andere Art von SF natürlich. Natürlich auch natürlich durch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen einfach festgelegt, was man da schreiben muss, darf, soll, will. Haben mir aber alles gut gefallen, war wirklich sehr gut geschrieben jedes Mal. Und ja, das ist so die SF, mit der ich angefangen habe. So die erste Liebe quasi. Ja. Und von daher muss ich sagen, an das erinnert mich dieser Roman absolut. Also es ist wirklich ein toller Roman. Es geht so ein bisschen um Basteln. Es ist nicht so dieses abgehobene Industrielle oder wir haben überhaupt keine Ahnung von Technik, sondern ich muss sagen, das hat Susan Schwarz wirklich sehr, sehr gut hinbekommen. Also dieses Bastelfeeling. Ich weiß nicht, ob ihr Mann da noch ein bisschen beratend zur Seite gestanden hat. Ich glaube, der ist auch Ingenieur. Also von daher, das hat mir sehr gut gefallen. Das war wirklich so dieses Feeling. Also erstmal natürlich die Beschreibung dieser Gilde der Kidnapper hat mir sehr gut gefallen. Waren sehr unterschiedliche Charaktere, haben ihren eigenen Erdenkodex. Fand ich sehr interessant. Es ist so, also man muss sagen, die Gesellschaft, bei der wir jetzt sind, das ist im Prinzip Cassiopeia, ist ja quasi eine alte Galaxis. Das heißt, die ist sehr rohstoffarm. Die Rohstoffe sind alle abgebaut. Bei unserem Planeten hier jetzt, da ist nichts mehr da. Und die Gesellschaft ist quasi so postindustriell und hält sich quasi nur noch mit Dienstleistungen über Wasser. Ja, da passt natürlich so die Gilde der Kidnapper ganz gut rein, die halt einfach dann als Art Kopfgeldjäger fungiert. Was ich auch sehr gut fand, war halt diese Professoren, die halt einfach dann quasi zwar ein Grundeinkommen haben, aber ihre Labore halt dann durch irgendwie Drittmittel finanzieren müssen. Also von daher hat mir der Professor wirklich extrem gut gefallen. Man kommt wirklich in so eine Bastelstube rein. Er entwickelt quasi Hochtechnologie, es hat aber dieses Feeling aus, wir basteln, wir machen, wir entdecken Technik. Das war wirklich, ja, man konnte sie anfassen, die Technik. Das war halt wirklich toll. Also es ging zwar um sechsdimensionale Effekte, aber es war nicht so ein industrielles Feeling, es war einfach so ein Basteln. Es hat mir sehr gut gefallen. Muss ich sagen, da stehe ich total drauf. Ja, wie gesagt, die Gilde der Kidnapper war sehr schön. Auf dem Weg halt quasi durch die Städte. Sie fragen Leute, sie gucken rum. Genau, sie brauchen halt den Professor, damit er ihnen ein Gerät gibt, mit dem sie quasi halt sechsdimensionale Effekte aufspüren können, was wahrscheinlich dann eher Googie war. Ja, wir haben einen Paddler mit dabei, wie gesagt, halt auf dem vom Cover. Ist nicht so, ja, also man muss sagen, die Gesellschaft der Paddler scheint wohl auseinandergebrochen zu sein. Er ist quasi als Einzelgänger unterwegs, also hat keine riesengroße 100 Kilometer große Werft, sondern einfach nur so eine Art Reparaturwagen, mit dem man da rumzieht. So eine Ambulanz. Ja. Also wirklich schönes Bild. So eine kleine Bastelbude. Er zieht rum, er trifft halt den Professor, die basteln ein bisschen weiter.
Er ist so ein bisschen kleptomanisch veranlagt, unser Butler. Gibt so etwas Konfliktpotenzial natürlich mit der Meute jetzt, die natürlich so als sich natürlich auch nicht beklauen lassen möchte. Ja. Und also im Prinzip, das ist natürlich jetzt so quasi die eine Seite halt, so die Seite, die Perry und natürlich halt den krummen Günner und Güleiner und natürlich, wenn du im Lichtschlag jagt, halt mit der Strator FE. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich Perry und seine Mannen. Was Susan Schwarz gemacht hat, sie hat einfach den kompletten Cast bis auf Perry, Gookie und unsere Lemurerin, Tifoderin, Entschuldigung, nicht, wie hieß sie nochmal? Steht gar nicht erwähnt. Die hat auch nicht so viel. Yu Lemonade, genau. Hat nicht so viel mit zu tun. Also im Prinzip ist es sehr reduziert, das Setting. Also wie gesagt, wir haben natürlich jetzt den riesen Cast dieser Gilde der Entführer. Das ist schon ein riesen Ensemble. Und was mir sehr gut gefallen ist, dass Susan Schwarz wirklich das Perry-Ensemble so zusammengekürzt hat, dass man wirklich halt, wir haben Perry, wir haben Cookie und halt noch unsere quasi Lou Lemonade, also quasi unsere Agentin der Stabilität aus Andromeda halt, natürlich dann nochmal Connections. Und die treffen jetzt quasi halt nochmal auf quasi den Piloten des kosmokratischen Beibootes. Und nehmen quasi Kontakt zu ihm auf. Ja, mit dem Lichtschlag hat mir ganz gut gefallen, vor allem so die Interaktion halt auch mit unserem Paddler, ich sag mal, Kimo. Ja, also man merkt, Kimo ist so ein bisschen, gut, er ist, also offiziell ist die Gilde natürlich offiziell anerkannt, ist trotzdem so ein bisschen Halbseiden, also na gut, Kopfgeldjäger, ist so ein bisschen grenzwertig, ist allerdings scheint noch halbwegs in Ordnung zu sein. Sie hat einen recht strengen Ehrenkodex. Hat natürlich jetzt den Nachteil, also im Prinzip die Truppen des Chaos haben natürlich jetzt diesen Planeten übernommen, angegriffen, quasi okkupiert. Und da ist natürlich dann die Frage, wie weit kollaboriert man da mit den neuen Machthabern. Ja, ist eine Frage, die im Buch in der Geschichte nachher auch noch richtig wichtig wird, weil im Prinzip gut, die Mächte des Chaos docken quasi an vorhandene Infrastruktur an, nutzen sie für ihre Zwecke, was natürlich jetzt eigentlich auch nicht im Sinne des Planeten oder der Gesellschaft Gurath selber ist, halt da den fremdbestimmenden Mächten von außen halt dann nochmal zu helfen. Ja, also etwas zwiespältige Charaktere, machen sie aber auch spannend, weil im Prinzip sie natürlich dann wirklich auch gucken müssen, wo geht es lang und ist das so vertretbar. Man muss sich halt an die Gesetze der eigenen Gilde halten, trotzdem aber irgendwie gucken, dass man zum Zug kommt. Und ja, schönes Zusammenspiel. Also ich fand so das Zusammenspiel von dem Butler Chemo, wenn du im Lichtschlag, war ganz spannend. Perry war etwas passiv. Gut. Perry macht, was Perry am besten machen kann. Er ist durch moralische Integrität gewinnt er quasi Verbündete. Das ist so Perrys Superkraft, halt im richtigen Moment das Richtige zu tun. Und was auch sehr, sehr oft schon passiert ist, er gibt sich halt irgendwie in fremde Hand, liefert sich aus und es zahlt sich dann nachher trotzdem irgendwie aus. Da würde man so als normaler Mensch sagen, Finger weg, Weiche. So würde ich mich niemals ausliefern wollen. Aber gut, am Ende bezahlt sich es natürlich aus. Ja, also wirklich schönes Konstrukt, hat mir so vom Aufbau her wirklich sehr, sehr gut gefallen. Tolle Geschichte, wie gesagt, dieses Bastelelement drin. Also wirklich im positiven Sinne basteln. Man erfährt, man arbeitet mit Technologie. Man kann Dinge bewegen, man kann Dinge tun, man kann Effekte nutzen. Und ja, hat mir sehr gut gefallen. Also, wieder Science Fiction, wirklich im Sinne von Science Fiction, wirklich auch dann ein gesellschaftliches Element drin, was natürlich auch ein wichtiger Punkt der Science Fiction war, ist die wichtigste Frage oder eine tolle Frage, die mal jemand mir gestellt hat, als ich gesagt habe, ich habe einen Science Fiction Roman geschrieben, ist: Was ist anders? Die Frage fand ich super toll, weil im Prinzip das ist natürlich eine Art von Science Fiction, einfach zu sagen, wir ändern irgendeinen Parameter und gucken, was passiert. Alter, Weltativgeschichte natürlich, es geht natürlich darum, Möglichkeiten auszukundschaften.
geht natürlich darum, wirklich mit Technologie auch zu arbeiten halt. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt einfach, der sich aus der heutigen Gesellschaft auch schon mal gar nicht wegdenken lässt. Solche Dinge hier oder hier die Handys oder weiß, was ich sonst auch in die Kamera halten soll. Ja, also wirklich sehr schöne Kombination, war so ein bisschen Retro, erinnert mich so wirklich an meine Lieblingsepoche der Science Fiction mit. Hat mir sehr gut gefallen, schönes Ensemble, tolle Figuren, super Zusammenspiel. Eine schöne Geschichte mit wirklich tollen Wendungen, schönen Ende und ja, hat mir sehr gut gefallen. Ja, also es ist schön, wenn man ein Autor mal loben darf. Wie gesagt, das Ding hier, würde ich sagen, 100 von 100. Das hatte alles drin, was es haben sollte, was es wirklich rund gemacht hat. Es war wirklich schön durchkonstruiert, es hat gepasst. Die Gruppen waren auch nicht zu groß. Das ist immer so die Gefahr, wenn man halt riesen Schiffe und Pötte mitnimmt und Ensembles, man nimmt die halbe Milchstraße mit, hat immer die Gefahr, dass man sich nicht wirklich auf die neuen Umgebungen einlassen kann. Also wirklich sagt, wirklich jetzt so ein Pott wie die Rastschubei mitnehmen. Das ist eine Stadt, die hat 35.000 Einwohner. Also man nimmt alles mit, was man hat. Verhindert so ein bisschen, dass man wirklich in diese andere Gesellschaft wirklich eintauchen kann. Was wie zum Beispiel halt, was so den Charme ausmacht, wie ich halte ihn nochmal in die Kamera, der Wüstenplanet, der Klassiker, da kommt man nicht so rum. Der große Charme, den dieser Roman noch ausmacht, man entdeckt eine andere fremde Gesellschaft, taucht darin wirklich tief, ganz tief ein. Und wir Teil dieser Gesellschaft halt. Das war in diesem Schwarzroman auch so. Hier natürlich bei den Fremen. Also ich habe die Tage nochmal Lawrence von Arabien gesehen, oder ist schon länger her. Ist genau, also im Prinzip Plotmuster kann man wirklich sagen, Lawrence von Arabien. Das kommt stark hin. Mit einem Science-Fiction-Element noch dran. Also Lawrence von Arabien, Science-Fiction-mäßig. Ähnlich hier, also im Prinzip, man taucht in die Gesellschaft mit ein, man kriegt tiefere Einblicke. Man muss mit dem arbeiten, was man hat. Also von daher bin ich eigentlich auch eher ein Freund von kleineren Schiffen. Was öfter auch so wirklich in der Anfangszeit war halt, dass man wirklich sagt, nach diesen großen Pötten der Volksära, wenn man da wirklich dann so wirklich auf die Gänge des Netzes geht, also wirklich kleine Schiffe, maximal 4 Leute und kleine Schiffe, man muss wirklich dann mit dem arbeiten, was man dann findet. Oder halt so gestrandete Geschichten und so. Sowas mag ich ganz gerne. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, halt Susan Schwarz. Toller Roman. Pussy Siege. Sie hat natürlich auch nebenbei noch einen Verlag, lektoriert auch noch andere Leute. Wie gesagt, den hat sie für mich auch schon mal lektoriert. Der ist natürlich verfügbar. Ich habe Norbert Fix hat übrigens die Tage nochmal auf Twitter das Buch nochmal gepostet. Ich hoffe, es gefällt ihm. Ich bin mal gespannt. Würde mich natürlich über eine Rezension freuen oder zumindest zu hören, wie es gefallen hat, wenn das denn gelesen, wenn das denn die, also sobald er es denn liest, ist natürlich immer das Problem mit so einem Substapel. Ich habe auch einen riesen Haufen Bücher, die ich alle lesen sollte, müsste. Man pickt sich das immer raus, wenn man gerade Bock drauf hat. Sonst wird es Quälerei. Soll ja auch Spaß machen, ne? Dafür ist es ja auch da. Ja, wie gesagt, ich habe gestern noch die wirklich quasi die Überarbeitung von Uschi Zietsch halt nochmal durchgegangen. So die Anmerkungen, die auch etwas komplexer waren, nochmal bearbeitet. Hat natürlich manchmal den Effekt so aus unschuldigen 2 Wörtern, hier passt was nicht. Muss man sich überlegen, ja, da hat sie irgendwie recht, da fehlt was. Das muss man irgendwie umformulieren. Der Satz, den man da mühsam zusammengekleistert hat, der irgendwie in einem Satz alles sagen soll, denkt sich, naja, was wollte uns der Autor an dieser Stelle sagen? Da wird es dann Zeit, einfach zurückzugehen, sich zu überlegen, was will man hier eigentlich erzählen? Am besten löscht man den Satz dann und erzählt es dann mit 3, 4 Sätzen wirklich mit Einzelpunkten, was man jetzt wirklich erzählen möchte. Fragt sich, ob es wichtig ist, natürlich und so weiter und so fort. Ja, also Zusammenarbeit gefällt mir gut. Ich denke, es bringt auch einiges, da aber nochmal drüber zu gehen. Man wird einfach betriebsblind und ist gut, wenn einfach nochmal ein Profi wie Susan Schwarz und Sizi da nochmal drüber guckt und sagt, ja, da passt nicht, da kannst du nochmal gucken. Oder auch mal 2, 3 Mal bin ich auch gelobt worden. Ist natürlich auch nicht schlecht, wenn man was gut hinkriegt. Passiert natürlich nicht so häufig, aber ab und zu mal doch. Ja, also ich denke, sobald das Cover dann raus ist, ich muss mich dann noch quasi in den nochmal zurückschicken, halt so die Änderung nochmal angucken lassen. Das Cover fehlt mir noch. Ja. Sobald das Cover da ist, kann man an den Satz gehen und dann, ja,
ein, zwei Monate spätestens. Ich hoffe, dann ist es dann raus. Ja. Sehr schön. Also, wie gesagt, Thema überarbeiten. Ich habe natürlich sowieso rumgestöbert. Ich hatte halt Urlaub. Es war ein langes Wochenende jetzt halt mit dem Feiertag dazwischen. Ich habe mir noch so ein paar Bücher gekauft. Man hat natürlich noch nicht genug, die man gelesen hat. Dieses Mal ist es ein Fachbuch geworden. Sonja Rüther, Testlesen, Handbuch für effektives Feedback. Ist ein dünnes Heftchen, kann man schnell durchlesen, hat mir aber sehr gut gefallen. Ist toller Informationen, wie man denn mit, so mit den Testlesern umgehen sollte. Vor allem auch für Testleser, was sie denn lesen sollen, worauf sie achten sollen. So die verschiedenen Typen werden vorgestellt. Ich denke, das ist ein Buch, das man quasi Autoren und Testlesern gleichermaßen geben sollte. Einfach um diese Zusammenarbeit fruchtbar zu machen. Also das gibt es dann immer mehrere Typen von Lesern und manche helfen einem weiter, manche sind dann eher bremsend oder konzentrieren sich auf Sachen, die an der Stelle noch überhaupt nicht wichtig sind und dann eher störend sind. Ja, tolles Buch, hat mir sehr gut gefallen. Ich bin über ein anderes Buch da dran gekommen, das hier zum Beispiel, Unknown. Da gab es die Tage auf YouTube die Auflösung, wer denn was geschrieben hat. Fand ich ganz spannend. Bei manchen, wie formuliere ich es? Also, man hat natürlich jetzt so quasi, man hat jetzt Geschichten, soll daraus feststellen, halt anonymisiert quasi, wer hat es geschrieben, so ein bisschen was auf den Autor zurückzuschließen, auf den Hintergrund des Autors oder Autorin oder Sternchen, das war auch eine diverse oder Person mit dabei. Ja, war spannend. Also ich fand die Auflösung super spannend. Hat mich ja dann eigentlich Lust da gemacht, einfach mal diese Geschichten mal zu lesen. Es waren wirklich namhafte Namen da, also wirklich große Namen mit dabei. Darauf gestolpert bin ich halt über Klaus-Jan Frick, unser Chefredakteur der Peri-Roland-Serie, hat mit einer Geschichte geschrieben. Bernhard Hennen hat eine Geschichte geschrieben. Ein paar andere Autorinnen, die ich jetzt namentlich nicht auf dem Trichter habe. Normalerweise gucke ich immer ins Inhaltsverzeichnis und da finde sie dann. Hatte ich aber auch schon so ein paar bei in einer anderen Anthologie gelesen, mit Thorsten Küper gehört. So, wenn man so ein bisschen im Science-Fiction-Fandom, also was heißt, wie soll man das formulieren? Also nicht im Kleinverlagswesen quasi halt wirklich dann halt so wirklich sehr umtriebig, sehr rührig, sehr spannende Dinge, die einfach dann dem Mainstream nicht auch immer entsprechen, aber wirklich halt dann qualitativ mitarbeiten, echt gut sind und auch spannend sind. Also von daher, wenn man so ein bisschen links, rechts gucken, schadet nicht. Wie gesagt, immer spannend, was gucken, was unser Chefredakteur so schreibt. Ich habe die Geschichte noch nicht gelesen, ich habe im Prinzip nur die Auflösung gehört und so die erste Seite. Also wie gesagt, die Bernhard-Hennen-Geschichte, ja, ich glaube, die werde ich mir mal, auf jeden Fall, ich denke, ich werde es mir alles lesen. Also es hört sich richtig interessant an. Ja, spannendes Thema. Ist natürlich so im aktuellen gesellschaftlichen en vogue, also das Thema Gleichberechtigung natürlich halt, wie möchte man leben halt. Also ich bin so ein Typ, der, es gibt so zwei Arten von Menschen, es gibt so, man kämpft gegen etwas oder man kämpft für etwas. Also so dieses eher das Destruktive oder das Konstruktive. So als Ingenieur ist man so mehr auf der konstruktiven Seite und überlegt sich, wie soll es sein, wie kommen wir dahin, was können wir machen, was können wir tun, um es halt für alle lebenswert zu machen. Da prallen natürlich dann immer Welten aufeinander. Manchmal gehen dann mit manchen Leuten auch die Pferde durch und es artet an wirklich so ein bisschen maoziistischer Kulturrevolutionskampf aus und das sind da Dinge, wo man dann einfach sagt, das ist ein Schritt zu weit. Da nimmt man die Leute nicht mehr mit, sondern verschreckt sie einfach. Also es macht schon Sinn, einfach gut, wir möchten halt bestimmte Gleichstellung oder gleich. Also, ich verquatsche mich hier ganz fürchterlich. Also im Prinzip, man möchte natürlich eine möglichst utopische Gesellschaft entwickeln. Das Problem bei Utopien ist natürlich, eine Utopie, die nicht funktioniert, ist nachher eine Dystopie. Leider so. Also man muss versuchen, halt das Beste aus den Mitteln zu machen, die man hat. Da muss man dann manchmal vielleicht auch mal sagen, okay, wir gehen einfach nochmal einen Schritt zurück und schnaufen einmal durch und versuchen den anderen dann auch noch abzuholen und nicht einfach nur zu sagen, Vollgas, Attacke und das muss jetzt so.
Einfach auch wirklich dann aufeinander zuzugehen, miteinander zu reden, ist einfach das Wichtigste, denke ich. Und von daher auch mal zu gucken, offen zu sein, sich nicht abschrecken zu lassen oder einfach neugierig zu sein oder zu sagen, okay, das ist der Bereich, in dem fühle ich mich noch wohl und danach ist das dann halt nicht mal my cup of tea, also nicht mal meine Tasse Tee. Das ist dann auch vollkommen legitim zu sagen, danke, nicht meins. Da müssen dann alle mit leben, das ist dann so. Ja, also interessante Sachen gelesen. Wie gesagt, halt der Wüstenplanet. Die neue Übersetzung, ich habe sie mir jetzt nochmal gegönnt. Ich fand sie etwas stellenweise irritierend, muss ich sagen. Also so manche Dinge, wenn es dann zu modern wird, reißt es dann raus aus dem Duktus, aus der Geschichte raus halt. Manche Dinge fand ich gut, andere so eher abschreckend. Ja, mal gucken, ob ich es noch weiterlese. War jetzt mal ein interessanter Vergleich. Macht eigentlich Lust darauf, sich das Original zu kaufen und zu gucken, wie es denn wirklich im Original aussieht. Gut, das andere, die alte Übersetzung, die haben wir natürlich 20 Mal gelesen, kennt sie in- und auswendig und die ist dann auch eingebrannt. Ja, ist das so. Ja, in dem Sinne viel erzählt, viel drumrum halt. Wie gesagt, halt die Gilde der Kidnapper. Schöner Roman, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ein Touch von Retro, aber auch doch modern, hat mir sehr gut gefallen. Genau mein Lesefutter, genau mein Ding. Sehr schön. Gut. Noch ein bisschen was anderes halt. Andungen werde ich mir noch geben. Testlesen, tolles Fachbuch. Ja, etwas. Der Wüstenplanet, der neue Übersetzung. Naja, geht so. In dem Sinne würde ich sagen, ja. Wetter draußen eher kühl, schön zum Spazierengehen. Ich finde es nicht zu warm, also so 15 Grad ist so eigentlich genau meine Wohlfühltemperatur. Man kann sich bewegen, ohne dann gleich in Schweiß auszubrechen. Also tolles Spaziergehwetter. In dem Sinne, ja, habt einen schönen Sonntag, lest den Roman, der ist wirklich toll, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, ich habe noch ein bisschen was erzählt halt. Ja, Darmstädter Stammtisch, ja, war gestern spät. Ich bin noch ein bisschen, waren auch tolle Diskussionen dabei diesmal. Hat mir sehr gut gefallen. Waren auch spannende Themen. Heute Nachmittag ab 16 Uhr gibt es beim Thorsten Küper nochmal eine große Lesungsrunde. Ist im Prinzip die Südlese aus Hamburg. Spannendes Thema, werde ich mir auch noch angucken. Und ja, also volles Programm. Montag geht wieder los zur Arbeit. Montag, ja. Aber gut, irgendwo müssen die Brötchen herkommen und die Arbeit, doch, mir macht sie Spaß. Also von daher ist natürlich das Wichtigste, dass man eine Arbeit hat, mit der man gut leben kann und die einen fordert, die Miete bezahlt. Und ja, man hat das Gefühl, man tut was Sinnvolles und das ist natürlich immer schön und gut. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Genießt sie noch, geht eine Runde spazieren, das klärt den Kopf, hebt die Stimmung und ja. Macht's Leben lebenswert. In dem Sinne, habt einen schönen Sonntag und bis dann.